Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video mit dem Titel Was mich vor einem erneuten Burnout bewahrt hat, beziehungsweise aktuell noch davor bewahrt, weil ich jeden Tag kämpfe, ist immer so ein schwieriges Wort, aber ich kämpfe jeden Tag. Ich glaube, wir befinden uns mittlerweile in Woche 3, in der es richtig schlimm und intensiv und kräftezehrend und anstrengend ist. Und natürlich ist Burnout-Prävention weit vor solchen Situationen. Ich glaube, dass jede Mutter, die nicht in einer 50-50 aufgeteilten Partnerschaft, Elternschaft lebt, aktiv etwas dagegen tun muss zur Burnout-Prävention, weil wir Mütter dafür prädestiniert sind, ein Burnout zu bekommen, ein Burnout zu haben, ohne es zu wissen, weil wir einfach so viel tun, an so vieles denken und im Gegenzug dazu viel zu wenig für uns tun, um unsere Batterien wieder aufzuladen. Wir geben und geben und geben und tun und machen für andere, damit es anderen gut geht. Wir haben einen extrem hohen Mental Load, weil wir an alles denken müssen, was eben so anfällt. Und das schwächt unseren Körper und wir brennen im wahrsten Sinne des Wortes einfach aus. Wenn wir nicht gegenwirken, uns Auszeiten für uns nehmen und in diesen Auszeiten dann nicht durch Instagram scrollen, sondern unsere Batterien wieder aufladen, uns Freude schenken, uns entspannen, unseren Körper, unseren Geist entspannen und wieder Kraft tanken. Und dann gibt es so Phasen im Leben, die nochmal dem normalen Stress, dem normalen Alltag, dem normalen Mental Load nochmal das Zehnfache obendrauf setzen. Und ich hatte einen Burnout. Und ich bin aus diesem Burnout rausgekommen. Und ich habe Techniken für mich entwickelt, um gut als alleinerziehende Mama, selbstständig, zwei Kinder, keine bis wenig Unterstützung durch den normalen Alltag zu kommen. Und ich komme gut durch meinen normalen Alltag. Ich habe viel Energie, ich habe viel Kraft. Ich bin ein freudiger, positiver Mensch, der seinen Kindern ganz viel geben kann, weil ich diese Ressourcen in mir habe, weil ich meine Ressourcen schütze, weil ich meine Energien, meine Batterien permanent auflade, weil ich dafür meine Routine habe. Das lernt ihr alles in meinen Coachings, in meinen Online-Kursen. Und dann bin ich jetzt vor 3 Wochen in eine Situation geraten, in der meine normalen Energiereserven plötzlich einfach nicht mehr ausgereicht haben, weil ich plötzlich viel mehr Dinge hatte, um die ich mich plötzlich kümmern musste, zu allem anderen noch hinzu, viel mehr Gefühle mit meinen Kindern aushalten musste, neue Strategien entwickeln musste, mir Hilfe und Unterstützung suchen musste, Pläne, die ich hatte, sich in Luft auflösten und ich wieder von vorne anfangen musste, wieder telefonieren musste, recherchieren musste, Termine haben musste und keine Zeit mehr hatte. Ich hatte und habe nicht mehr so viel Zeit für mich, für meine Routinen. Und gerade jetzt bräuchte ich aber wahrscheinlich doppelt so viel Zeit dafür. Und wie habe ich das jetzt gemacht oder wie mache ich das aktuell, um da durchzukommen? Weil jetzt ist ja der entscheidende Punkt, wo sich zeigt, habe ich es wirklich verstanden und kann ich das? Weil jetzt wäre so der ideale Zeitpunkt, um wieder in Burnout zu rutschen. Aber es geht nicht. Und das ist immer das, was ich auch immer wieder Freunden erkläre. Ich habe gar keine andere Wahl. Ich kann nicht. Ich kann nicht aufgeben. Ich kann nicht in ein Burnout rutschen. Es geht nicht. Ich bin hier die alleinige Erwachsene, die alleinige Verantwortung für zwei Kinder hat. Ich muss. Und das ist diese Motivation auch dahinter, warum ich immer und immer und immer wieder weitermache, warum ich so konsistent in meinen Routinen bin und warum ich da immer und immer weiter daran arbeite. Weil ich auch weiß, wie wichtig es für mich ist, dass ich nur so meinen Alltag schaffen kann, so wie ich mir den gestaltet habe und so wie ich das für mich persönlich möchte. Du kannst dein Mama-Glück ganz individuell definieren. Das kann jeder für sich machen. Das hat jeder seine
eigenen Parameter dafür, seine eigenen Werte dafür. Und damit kam ich halt eben ganz gut durch. Ich hatte natürlich auch mal meine schlechten Tage, ich habe auch mal geweint, ich habe mich auch mal ausgelaugt gefühlt. Das ist ganz normal, weil wir sind Frauen. Wir leben zyklisch zum einen. Dann kommen natürlich auch immer mal wieder von außen Dinge, mit denen wir umgehen dürfen. Und auch unsere Kinder sind ja nicht immer gleich. Und man darf auch da mal mehr, mal weniger Energie investieren müssen, dürfen. Jetzt sind bei uns aber echt gravierende Sachen passiert, wo ich einfach noch mehr gefordert wurde. Wirklich so extrem herausfordernd, würde ich sagen, war es nicht mehr, seit die Kinder ganz, 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 ganz klein waren. Also ich bin ja eine Mutter, die ersten 3 Jahre finde ich scheiße. Ich fand die ersten 3 Baby- und Kleinkindjahre immer scheiße und anstrengend und das war nicht so meins. Das heißt, vor meinem ersten Burnout, die Zeit war schwer und sicherlich ähnlich schwer wie jetzt, obwohl ich das jetzt gerade noch krasser finde, weil jetzt meine Kinder älter sind und ich da Gespräche führe, Gefühle mithalte, viele negative Gefühle mithalte, da sein muss, weil ja auch du willst dein Kind unterstützen mit allem, was du hast. Das geht aber nur bis zu einem gewissen Punkt, nämlich der Punkt, wo du noch Kraft und Ressourcen dafür hast. Und da war wieder ganz wichtig, ich muss diese Situation jetzt halten können. Ich darf nicht zusammenbrechen. Es muss mir irgendwo noch gut gehen. Und wie habe ich das jetzt geschafft? Ich habe gerade schon gesagt, ich habe nicht mehr so viel Zeit für mich. Das heißt, ich schaffe nicht mehr alle Routinen, wie ich das vielleicht sonst geschafft habe, aber ich halte mich an den wesentlichen, wichtigen fest und baue dann immer mal wieder was ein, wenn ich merke, okay, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Was mich gerade so rettet, was auch immer irgendwie möglich ist, sind ätherische Öle, sind heilende Frequenzen oder Biofrequenzen zu hören. Neurogenes Zittern, das sind 10 Minuten am Tag, das mache ich definitiv immer, immer, immer. Und meditieren, wenn es so 10 Minuten sind, um einfach mal Körper und Geist zur Ruhe kommen zu lassen und aufzutanken. Ich schlafe jeden Abend mit einer Hypnose ein, die mir Sicherheit und Vertrauen schenkt und mir Angst, Sorgen und Panik nimmt. Ich gucke kein Fernsehen mehr. Also da ist mir meine Zeit zu schade. Dann vertiefe ich mich lieber mal in einem Buch. Ich scroll nicht mehr durch Instagram. Sowas passiert einfach alles nicht mehr. Ich achte ganz sehr darauf, was hole ich in mein System rein. Ne? Und gerade wenn man so durch Instagram scrollt, hat man das eben nicht mehr so ganz auf dem Schirm und ist da nicht mehr so ganz im Einfluss. Ich achte darauf, dass ich genug schlafe, dass ich mich bewege und wenn mir die Motivation oder die Zeit fährt, rauszugehen, dass ich 10 Minuten Yoga mache, wenn ich merke, mein Körper braucht das. Ich achte darauf, was ich esse, also was ich meinem Körper zuführe, ne, an Lebensmitteln, an Energie, an Input, mit welchen Menschen ich mich umgebe. Ich bin ganz doll im engen Kontakt mit Freunden, die meine Situation kennen, die mich verstehen, bei denen ich mich jeden Tag melden kann und die immer aufbauende, positive Worte, Hilfe zur Verfügung haben. Ich habe mir Hilfe gesucht, noch mehr Hilfe in Form von Expertinnen, Beratungen, Ärztinnen, als ich das im Vorfeld schon hatte. Und trotzdem bin ich einfach an einem Punkt, wo ich merke, das ist schwer, mich selbst vor einem erneuten Burnout zu schützen. Und deswegen auch entschieden habe, auch einen Punkt, den ich jetzt einfach mache, um mich vor einem Burnout zu schützen, im Dezember alle Pläne zu streichen, die ich in meiner Selbstständigkeit hatte. Das heißt, für Dezember hatte ich eigentlich noch eine coole Aktion und auch noch ein Event geplant, das streiche ich. Ich streiche für Dezember den Newsletter, ich streiche für Dezember die Montags-Livestreams, ich streiche für Dezember Instagram-Content komplett. Ich habe keine Ahnung, wie sehr Instagram mich dafür bestrafen wird. Ich werde mir das total offen halten. Wenn ich mal Bock auf einen Post habe, Bock auf ein Reel habe, Bock auf eine Instagram-Story habe, mache ich das. Aber ich mache das nicht mehr als festes To-Do, was ich haben muss.
Auch hier Instagram halte ich mir komplett offen. Es wird wenig bis gar keinen Content geben, aber um zu sagen, hey, den Dezember, ich habe zum Glück die Möglichkeit, das so machen zu können. Im Dezember schiebe ich alles, vor all das einen Riegel, weil ich dann den Dezember habe, um mich voll auf die Kinder zu konzentrieren und in der Zwischenzeit mich wieder aufzupäppeln, wirklich wieder komplett alle Routinen fahren zu können, jeden Tag spazieren gehen zu können, Yoga machen zu können und so weiter und so fort, um den Dezember für mich zu haben. Es ist möglich, also mache ich das. Und dann richte ich mich im Januar neu aus. Und dann gucken wir, wie es da weitergeht. Kann ich nicht, wie kann ich? Und auch wenn ihr im Angestelltenverhältnis seid, auch da kann man sich, weiß ich nicht, habe ich nicht so viel Erfahrung, aber beurlauben lassen, wegen mentaler Gesundheit rausnehmen lassen, Stunden reduzieren, whatever. Kann man. Seid euch das selbst wert. Niemand gibt euch eure Gesundheit zurück. Euer Arbeitgeber gibt euch eure Gesundheit nicht zurück. Ihr müsst für eure Kinder da sein. Und das heißt, auf eure Gesundheit mental und körperlich zu achten. Eure Gesundheit hat immer Vorrang. Vor Geld, vor... Ich muss für meinen Chef aber dies und jenes tun. Ich muss meine Kollegen unterstützen. Nee, ihr müsst euch um eure Gesundheit kümmern. Das ist immer das Wichtigste. Auch dieses, ich hatte doch geplant und ich muss doch leisten. Und wie sieht denn das aus? Und ich kann doch nicht. Doch, du kannst. Du kannst dich um dich und deine Gesundheit kümmern, weil es das Wichtigste ist. Und da mal den ganzen Ego-Shit wegzulassen. Kannst du? Ich mach das jetzt. Damit verabschiede ich mich jetzt erstmal in einen sehr ruhigen Dezember. Ihr werdet irgendwie was von mir hören. Natürlich, ich mag das doch auch gerne, mit euch zu sprechen, euch zu erzählen, wie es mir geht, diesen Austausch zu haben. Es wird nach wie vor auch Videos auf dem Buchkanal geben, weil ich den natürlich sehr liebe und das ist mein Hobby und mein Ausgleich. Es wird was geben, aber ich möchte es mir völlig frei und offen halten, in welcher Form ich das mache. Ich möchte völlig Druck rausnehmen, irgendwas machen zu müssen und dann... Wenn wir im Januar schauen, wie es mir geht, wie die Situation hier zu Hause ist und was ich dann leisten kann und was nicht. Und das wollte ich gerne noch mit euch teilen. Wir sehen uns. Bleibt gesund. Kümmert euch gut um euch. Und ich freue mich auf eure Kommentare, eure Gedanken dazu, eure Erlebnisse, falls ihr die teilen möchtet. Und freue mich da sehr auf den Austausch mit euch. Sollte euch das Video gefallen haben, gebt ihm gerne einen Daumen hoch und bis irgendwann. Tschüss.